Jetzt Divas Montag. Wir kümmern uns um die Mitte. Und da können wir ganz wunderbar unseren tiefsten Bauchmuskel sehen, nämlich den Psoas, den habe ich bereits benannt. Und hier in the backstage Ase Quadratus Lumborum. Und den könnt ihr hier nochmal gucken. So sieht er aus. Da setzt er an den Wirbeln, untere Wirbelsäule geht durch die Hüfte durch und hier unten am Trochanter. Und da hinten haben wir den Quadratus. Ja, hier nochmal mein neuer Sessel. Macht sich einfach besser optisch und verbessert sich. Wir fangen wieder an. Ganz vertraut und jetzt schon viel empfindlicher und aufmerksamer uns langsam in den Rumpf zu arbeiten, den Atem zu spüren und erinnere dich wieder an dein Sternum, als ob da ein Pinsel ist und mit diesem Pinsel können wir einen Kreis beschreiben oder eine liegende Acht. Und damit fangen wir an, erstmal ein bisschen zu experimentieren, beziehungsweise überhaupt die Wahrnehmung für deinen Körper, für diese Muskeln, für diese Körperpartien aufzubauen. Immer schön in Verbindung mit dem und Kiefer. Kiefer, Hüfte, Becken gehören zusammen, sind eins. Und wer im Kiefer verspannt ist, sind ja viele von uns, ne? Nachts immer so ein bisschen den Kiefer zusammengepresst. Ja, die meisten von uns haben auch einen verspannten Psoas, weil grundsätzlich, wenn wir angestrengt und angespannt sind, dann zieht sich unser Körper generell zusammen und das betrifft dann auch diesen mittleren, tiefsten Muskel und der ist dann meistens verkürzt. Deswegen ist diese Arbeit hier wunderbar. Schön kreisen, Aufmerksamkeit aufbauen. Genau, dann spüren wir deinen Bauchnabel. Und du erinnerst dich rückwärtig hinten gegenüber vom Bauchnabel hast du einen speziellen Meridianpunkt auf dem Sonnenmeridian. Das ist das Tor des Lebens auf Koreanisch. Und da sagt man, tritt die Lebensenergie sozusagen ein. Und wenn wir uns das einfach nur vorstellen, ja, Vorstellungskraft, Aufmerksamkeit ist das A und O für ein gutes Lebensgefühl, für Wachheit, für Zuwendung, für Spüren. Und je mehr du das machst, wirst du merken, dass die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitslenkung, deine Energie steuert und damit auch deine Zellen aktiviert. Das heißt, wenn wir jetzt hier uns hineinversetzen, kannst du es auch mal mit dem Mittelfinger da ein bisschen drauf und nur diese Idee, nur dieses Gefühl aufbauen. Wir stellen uns vor, da ist so wie, ja, wie so eine Wasserleitung. Und diese Bewegung und die Aufmerksamkeit macht sozusagen den Wasserhahn auf. Und dieses Wasser ist nichts anderes als stellvertretend für unsere Lebenskraft, Lebensenergie. Qi, asiatisch Qi, Lebenskraft. Und die strömt durch unseren ganzen Körper. Okay, dann machen wir mal nur einen liegenden Kreis und dein Radius vergrößert sich und wechsel ja, du merkst, wie sich deine Muskeln schon immer mehr daran gewöhnen und du kriegst mehr Flexibilität
Und dann kann der Radius größer werden und du gehst teilweise hinten in die Krümmung des Rückens und spür die ganzen Muskeln, die daran beteiligt sind. Hüfte, Becken und langsam auch immer mehr den Muskel, den ich dir eben gezeigt habe, den Psoas, diesen tiefen Filetmuskel, der uns das mitmachen hilft. Aber überhaupt auch beim Gehen beteiligt ist, weil wir gehen ja immer diagonal verdreht, weil wir keine Primaten mehr sind. Die Kollegen Primaten machen das anders, machen heute manche auch noch, aber ist nicht menschlich. Menschlich ist diese Bewegung und das werden wir auch gleich ein bisschen üben. Also noch einmal, Myung-Moon. Da tritt die Lebensenergie ein, strömt durch den Körper und verteilt sich langsam, so wie Blut und Lymphe, durch die ganzen Organe, durch die Zellen und versorgt jede einzelne Körperpartie, jedes Organ, Nerven, Gehirn mit, ja, wie kann man sagen, mit Benzin sozusagen, also mit Leben, mit Energie. Gut, dann spürst du den Psoas, diesen tiefen Filetmuskel. Wie er arbeitet. Er setzt innen am Trochanter an. Und du erinnerst dich auch noch an die Innenseite der Beckenschaufel. Da ist der Iliacus. Und Iliacus und Psoas verbinden sich in der Tiefe zum Iliopsoas. Und dann gehst du noch hinten ein bisschen in den Rücken, was ich dir eben gezeigt habe, wo der Quadratus lumborum ist. Und dann spür das mal in der unteren Lendenwirbelsäule. Nur einfach eine Idee davon bekommen mit dieser Acht, wie diese Muskeln arbeiten und miteinander wirken. Da sind natürlich noch mehr dran beteiligt, wie die Hüftmuskeln zum Beispiel, die korrespondieren. Okay, und dann noch einmal so einen richtig schönen, den größten Radius, den du jetzt gut entspannt, genussvoll aufbauen kannst. Hüfte, Becken kippt, der Kopf bleibt einigermaßen an der gleichen Stelle, nur Rumpf, Rippen. Auch dein Zwerchfell kannst du noch mal mit in diese Wahrnehmung aufnehmen. Den Atemmuskel, ich zeige noch mal so. Von, ja, yes. Und das wird langsam wach, es wird durchblutet, durchsaftet. Und der Atem geht tiefer, mehr Sauerstoff, aber mit einem tieferen Atem und mehr Aufmerksamkeit gibt es eben auch mehr Qi, Lebensenergie. Und jeder, der das macht, kann das spüren, du kannst es wahrnehmen. Das ist gar keine Frage von, ja, wie kann man das denn beweisen, naturwissenschaftlich und so weiter und so fort. Ja, spür es einfach, nimm es wahr. Sehr gut. Und dann bleiben wir einmal aufrecht sitzen und kippen einfach nur das Becken und werden rund im Rücken. Der Kopf fällt nach vorn. Und deine Nackenmuskeln werden gedehnt, Schultern. Und dann richtest du dich wieder auf. Und jetzt kennst du schon, die linke Hand geht Richtung Hüfte, die rechte Hand geht zum Becken und ich verschiebe meine Nase nach hinten, bleib weiter innerlich aufgerichtet, aus dem unteren Zentrum aufgerichtet. Der linke Ellbogen zieht nach hinten, die linke Hand ist an der Hüfte, auf dem Oberschenkel und die rechte Hand unters Knie. Und dann verdrehe ich die Wirbelsäule. Ich gehe wieder mit meiner Aufmerksamkeit in diese Beckenbodenmuskeln, in den Psoas und diesen Quadratus lumborum. Der setzt oben auf dem Beckenkamm an und an den unteren Wirbeln. Und dann
Lassen wir die Hände wieder zu den Knien zurück und das Ganze geht zur anderen Seite. Die rechte Hand geht Richtung Hüftebecken, die linke unter das Knie. Der Ellbogen wandert nach hinten und ich versuche über meine rechte Schulter zu schauen. Und das Ganze wieder zurück. Ihr könnt das wieder mit diesem Atemrhythmus verbinden. 4 Takte ein, wir drehen uns nach links. Halten 16 Takte an. Und dann atmen wir 8 Takte aus, kommen zur Mitte zurück. Vielleicht lassen wir die 16 Takte nochmal weg und nehmen nur das Ein- und Ausatmen. 4 Takte ein. 8 Takte aus, wieder zur Mitte zurück, wieder zur anderen Seite, 4 Takte ein, 8 Takte aus. Genau, jetzt nehmen wir mal 4 Takte ein, 8 Takte halten den Atem und beim Halten ist es wirklich wichtig, dass du hier Unterbauchkraft aufbaust, überhaupt, generell. Ja, bleib in der Aufrichtung, achte darauf, dass du nicht in dich zusammensinkst, sondern wirklich aufrecht und klar bleibst. Das ist das Wichtigste, was wir im Moment gebrauchen können, wenn wir durch diese Corona-Zeit kommen. Okay, wir richten uns auf. Ich atme ein, 4 Takte. Wende mich nach rechts, Ellbogen, Hände, 8 Takte halten, Unterbauchkraft. Und dann löse ich das wieder. 8 Takte ausatmen. Und 4 wieder ein nach links. Ellbogen, Hände. Und aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1. Und aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halt deinen Anus zu und nach links. Und wieder lösen. Sehr schön. Und noch einmal mit dem Sternum diesen wunderbaren Kreis beschreiben. Spür den Atem. Lass Kiefer locker, lass Becken locker. Und dann andersrum. Und die 8. Und wechsel zwischen 8 und Kreis, je nach Gefühl, je nachdem, wie du das Gefühl hast, das ist jetzt gerade hilfreich für mein Körpergefühl, für meine Aufmerksamkeit, um da Leben reinzubringen, um da Frische reinzubringen. Jo, und dann geht es weiter. Und zwar ziehen wir den linken Arm nach hinten zurück, den Ellbogen ziehen wir an und die rechte Hand schieben wir am Bein, am linken Bein mit der Handfläche nach außen zeigend. Und dann drehst du wieder deinen Kopf einfach nach hinten. Bleib in der Aufrichtung. Ellbogen nach hinten gezogen, die linke Hand ist am Hüftebecken, die linke Seite, rechte Hand am Oberschenkel nach außen. Einen Moment. Bleiben, spüren, aufrichten, 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 aufrichten. Schließmuskel schließen. Das heißt ja auch Schließmuskel.
Jo, und dann löst du das irgendwann wieder, und zwar in dem Moment, wo dieser Atem wirklich so von alleine in die Tiefe geht, in die Weite geht, und wir machen das Ganze nach rechts. Ich nehme die linke Hand nach außen über den rechten Schenkel, die rechte Wand nach hinten, an die Hüfte, der Ellbogen geht nach hinten und ich gucke über die rechte Schulter. Ich richte mich auf, spüre deinen Beckenboden. Versuch diesen Psoas wahrzunehmen, versuch den Quadratus Lumborum wahrzunehmen, auch die Bauchmuskeln, die wir so gut trainiert haben. Bleib in der Aufrichtung. Und dann löst du das Ganze wieder. Sehr schön. Und noch einmal nach links, linke Hand zurück, rechte über den linken Außenschenkel. Mein Blick wandert nach hinten, der Ellbogen zieht an den Körper. Die rechte Hand schiebt richtig schön weit über den linken Schenkel. Ich bleibe in der Aufrichtung und atme. Spür, wie du deinen Atemmuskel nutzt. Das Diaphragma, was wie ein großer Schirm über deinen Organen aufgespannt ist, an den Rippen hängt, an deiner Wirbelsäule innen hängt. Auch den gucken wir uns nochmal an. Und dann das Ganze wieder schön lösen, genussvoll. Und wir gehen nochmal auf die andere Seite. Linke Hand über den rechten Schenkel, rechte Hand an Hüftebecken, der rechte Ellbogen zieht nach hinten an den Körper ran. Ich gucke über die rechte Seite und atme, spüren aufrecht. Und dann das Ganze wieder lösen. Und einmal die Hände ausschütteln. Und es geht ein bisschen weiter in die nächste Richtung. Wir gehen in die Bewegung, immer noch weiter im Sitzen. Und zwar hältst du einmal die Hände mit den Handflächen nach oben und jetzt schiebt der rechte Fuß nach vorne, so wie wir eben gehen. Und die linke Hand schiebt auch nach vorne, als ob du jemanden ein Stück Schokolade hinhältst. Aber die Hand dreht, die rechte Hand dreht Richtung Hüfte, zieht Richtung Hüfte und die Handfläche zeigt jetzt nach unten. Dann wechseln wir das Ganze. Die rechte Hand geht nach vorn, dreht, sodass die Handfläche nach oben kommt. Die linke zieht nach hinten, die Handfläche zeigt nach unten. Und ich schiebe meinen linken Fuß vor. Das ist sozusagen, das machen wir wieder in die andere Richtung, so wie wir gehen. Diagonal verwrungen. Und noch einmal wechseln. Rechts geht vor, die Handfläche nach oben, linke Hand nach hinten, Handfläche nach unten, linkes Bein schiebt vor und ich halte dir ein Stück Schokolade hin. Oder einfach eine freundliche Geste. Senden Sie freundliche Signale, das ist immer sehr hilfreich. Links geht nach vorne, rechte Hand nach hinten. Ja, ich zeige einmal von der Seite. Das sieht dann etwa so aus. Jetzt wechseln wir wieder links nach hinten. Die Hand dreht, der Ellbogen geht nach hinten. Und ich schiebe die rechte Hand nach vorn. Und aber falsches Bein. So, linkes Bein nach vorn. Entschuldigung. Und dann wechselt das Ganze. Rechtes Bein vor, linke Hand vor. In dieser freundlichen Geste. Die rechte Hand nach hinten und noch einmal wechseln, ein und aus. Jetzt verstärkst du das ein bisschen, richtig schön nach vorne, aber versuch weiter aufrecht zu sitzen. Das linke Bein ist vor, die rechte Hand ist vor, die linke zeigt zurück. Dann wieder wechseln, einatmen. Aus. Und ein, zurück. Und aus.
Achtung und ein. Aus. Genau, das machen wir nochmal eine ganze Weile. Und zwar, ich setze mich wieder in die Mitte. Jetzt wieder gemeinsam mit der Einatmung. Links geht vor, rechte Hand vor, ein. Aus. Und ein. Wechsel aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aufrecht bleiben. Ein. Wechsel. Aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Wechsel ein. Und aus. Jetzt machen wir das mit den Inhalten. 8 Takte innehalten. Ein. Halten. Und lösen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ein. Halten. Und aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ein. Halten. Und lösen. Ja, das ist jetzt hier schon schön aktiviert. Dann einmal die Händchen nehmen und schön um die unterste Rippe, um die Lendenwirbel, die untere Rippenregion streichen. Die Seiten schön ausstreichen und den Bauch einmal in Verdauungsrichtung. Jetzt geht es weiter. Und zwar heben wir uns leicht. Die gleiche Bewegung. Aber jetzt wollen wir aufstehen, als ob wir tatsächlich jemanden etwas kredenzen. 1, 2, 3. Du wirst dich freuen, wie sehr dein Gefühl für dein Zentrum sich verstärkt und wie du wirklich ganz anders durch die Welt gehen wirst. Hoch, Wechsel, 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 hoch. Und noch einmal. Tada. Super, und jetzt sind wir gleich oben im Haha stehen. Haha. Jede Form von Rückenschmerzen wird verschwinden. Yes. Jupp. Sehr schön. Und mit dem nächsten Hare Krishna bleiben wir stehen. Ah, ich schiebe meinen diebischen Sessel zur Seite, nach hinten und dann einmal einatmen. Und aus. So, es geht weiter mit dieser Bewegung. Und zwar jetzt im Stehen. Ein und aus. Ein und aus. Ein. Und aus. Das rechte Bein geht vor, die linke Hand geht vor. Ich gehe leicht ins linke Knie. Die Knie bleiben zusammen.
Und das Ganze zurück ein, aus, ein, aus, ein, aus. Ich zeige ein bisschen von der Seite ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein. Aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und ein. Aus, zwei, drei, vier und acht und ein. Aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und ein. Aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nach vorn, wechsel ein. Und aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und ein. Jetzt mal halten. Wechsel aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wieder vor. Halten. Und aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nach vorn. Ein. Halten. Und lösen. Jo, dann kann man mal ein bisschen die Hüfte kreisen lassen. Ja, das ist ein gutes Atemtraining. Dabei gleichzeitig zu sprechen, ist auch nochmal eine Sache für sich. Wir gehen weiter mit Hüfte, Rumpf und bauen die Bewegung weiter auf. So, einmal ein. Strecken. Fliegen, ihr merkt schon, fühlt sich alles ganz anders an. Nach vorne hängen, aus, schön den unteren Rücken lang machen. Einen Moment hängen, wieder Energie, Aufmerksamkeit aufbauen. Atemmuskel. Und dann die Hände absetzen, die Füße nach hinten. Schieben und wir kommen in die Hängebauchhaltung. Hängebauchschwein. Jetzt lässt du ein bisschen den Bauch hängen und das Brustbein sinkt Richtung Erde. Spür deine Organe. Spür den Psoas, Beckenschaufel, Iliacus. Und krieg eine Idee für den Quadratus Lumborum. Auf der Hüftbeckenschaufel, an der unteren Wirbelsäule. Die Knie sinken ab, wir gehen in den Rundrücken, mach einen Buckel ein. Und mit der Ausatmung wieder in die Hängebauchposition. Rücke. Das rechte Bein geht nach vorne, das Knie zwischen die Hände. Schieb dein Oberschenkel aus der Hüfte, spür den Psoas. Psoas, Hüfte, Becken. Schieb den Oberschenkel noch weiter raus. Dann wandern wir mit der linken Hand nach vorne und mit der rechten Hand nach hinten. Na, mach die linke Seite richtig lang. Spür Hüftebecken, Quadratus Lumborum, Psoas, Iliacus, deine Bauchmuskeln.
Und dann geht die rechte Hand auch nach vorne und wir sinken langsam mit dem Sternum, mit dem Oberkörper auf den rechten Oberschenkel, das linke Bein weiterhin rausziehen. Jo, und der Atem ist tief. Wir gehen wieder mit den Händen Richtung Knie, richten uns auf und den linken Oberschenkel nochmal einen Moment weiter rausziehen. Und jetzt merkst du, wie du deine Aufmerksamkeit erweitern kannst, weil unser nächstes Thema wird sein, unsere Adduktoren. Die Innenbeinmuskeln. Auch die kannst du nämlich jetzt spüren. Die vereinen sich da unten unterhalb des Knies an der Innenseite, setzen am unteren Schenkel an. Spür den Zug auf den Adduktoren. Spür den Psoas, wie er durch die Hüfte geht, am Innenschenkel ansetzt und korrespondiert mit den Adduktoren, die unten am Venushügel teilweise und auch am Hüftebecken ansetzen. Schauen wir uns alles Donnerstag an. Und dann kommt wieder dieser tiefe Einatmer. Ich setze meinen linken Fuß auf, schiebe den rechten nach hinten, komme in die Hängebauchhaltung. Lass den Bauch hängen. Bleib einen Moment in dieser Ruheposition. Und dann geht das linke Knie nach vorne zwischen die Hände und das rechte Bein schiebt nach hinten. Wieder aus der Hüfte raus. Die Wirbelsäule lang. Krieg eine Idee für den Quadratus, untere Wirbelsäule, Beckenrand. Da setzt du an, stabilisiert deine Hüfte beim Gehen, beim Tanzen, wenn du auf einem Bein stehst. Sehr schön. Die rechte Hand wandert nach vorne. Mein Sternum sinkt auf den Oberschenkel. Meine linke Hand nach hinten. Ich lege meinen Oberkörper langsam ab auf dem Schenkel. Die rechte Hand schön weit nach vorne. Den Schenkel weiterhin aus der Hüfte raus und atmen. Sehr gut. Die linke Hand geht auch nach vorne. Und noch einmal spüren, Hüfte, Becken, Oberkörper, Schultern. Und dann gehen die Hände wieder Richtung Knie, meine Wirbelsäule lang und den rechten Schenkel noch einmal weiter aus der Verankerung, aus dem Becken ziehen, dehnen deine Psoas. Spür deinen Atemmuskel. Und dann setzen wir wieder den rechten Fuß auf. Der linke Fuß wandert nach hinten. Ich komme in die Hängebauchhaltung, in die Brücke. Und dann wandere ich langsam mit den Füßen Richtung Hände. Und komme, lass mich wieder einen Moment hängen. Die Lendenwirbel werden gedehnt. Die Schultern lösen sich aus der Verankerung. Schulterblätter. Oberarme, Kopf, Hals, Nacken wird lang. Und dann senke ich den Popo und ziehe mich Wirbel für Wirbel nach oben. Ja? Und wieder merkst, okay, meine Wahrnehmung für die einzelnen Wirbel wird feiner. Ich kann wirklich Wirbel für Wirbel aufrollen. Komme irgendwann zum Brust, Wirbelbereich, Hals, Nacken. Und dann machen wir das wieder ganz lang. Sehr schön. Wir bleiben stehen. Es geht um den Quadratus. Einmal das linke Bein hochheben, nur auf dem rechten Bein stehen, die Hände hoch ein. Und dann kriegst du ein Gefühl für Hüfte, Becken. Welche Muskeln arbeiten? Spür deinen unteren Rücken.
und ausatmen. Das Ganze nach links, linkes Bein steht, rechtes hoch ein. Hüfte, Becken spüren. Und wieder ausatmen, senken. Das Ganze wieder wechseln. Links ein. Spür, wie deine Beckenmuskeln arbeiten. Unterer Rücken, Bein und aus. Und das Ganze zur anderen Seite ein. Halten. Und aus. Links ein. Halten. Und aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und rechts ein. Halten. Und aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und wir atmen einfach ein. Und aus. So, letzte Übung, die du noch anschließen kannst, ist der Baum. Mal ganz was Neues. Der linke Fuß geht an den rechten Oberschenkel. Meine Hände schieben nach oben in den Himmel hinein. Das kann man jetzt nicht sehen. Handflächen aneinander, Arme lang. Und ich stehe auf meinem rechten Bein aufrecht. Spür wieder meinen Atem und spüre meinen unteren Beckenboden. Ich spüre Hüfte, Becken. Vielleicht kannst du auch mit deiner Wahrnehmung in deinen Fuß gehen und merken, wie deine Fußmuskeln arbeiten und was für eine feine Arbeit das von deinem Körper ist, dass du überhaupt auf einem Bein stehen kannst, wie deine Muskeln miteinander korrespondieren müssen, dass dir das möglich ist. Und dann lösen langsam. Einmal einatmen nochmal. Und aus. Und dann machen wir das zur anderen Seite. Den rechten Fuß an den Fuß, an den linken Oberschenkel. Da merkt man wieder meine Schokoladenseite. Diese ist es nicht. Die Arme nach oben. Ja, ich bin jetzt sozusagen mit meinem Fuß in den Adduktoren. Und spür das wieder, wie du stehst, Hüfte, Becken arbeitet. Und dann langsam lösen. Sehr schön. Noch einmal die Schultern rückwärts und einmal Becken kreisen lassen und in die andere Richtung. Und wir kommen noch einmal ins Hängen, ausatmen. Und dann Popo absenken, langsam Wirbel für Wirbel aufrollen. Ja, das war's für heute. Die Zeit ist leider schon wieder verflogen. Wenn du Lust hast, jetzt weiter zu tun, ich würde dir empfehlen, geh wieder auf den Boden, mach den Flug nach vorn und dann den Flug nach hinten, weil das ist die Gegenbewegung für das, was wir eben gerade aufgebaut haben. Halt die Ohren steif, die Nase
wieder am Wind und so weiter und so fort. Und ja, lass den Kopf nicht hängen. Genieß deinen Atem, genieß den Tag. Wir sehen uns wieder am Donnerstag. Auf Wiedersehen.